Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Nach fast einem Monat ist endlich das neue Update draußen. Es gibt zwei neue Regionen, zwei neue Eggs, ein Robux-Egg und The Vault. Aber was das alles ist, sehen wir in dem Video. Wir skippen direkt an die Stelle aus dem Livestream, wo ich das neue versteckte Egg geöffnet habe. Wusch. Ich mache auch mal diesen hier und dann schauen wir einfach mal, was kann ich, während Roblox gerade down ist, noch so aus diesen Eggs ziehen. Die Epic Pets sind schön und gut, die werde ich dann später alle noch zum Fusen verwenden, damit ich ein paar mehr von den Hexolotl zusammenfusen kann. Vielleicht gibt es ja auch, ich weiß nicht, vielleicht gibt es zwei Legendaries in den Egg, vielleicht gibt es auch zwei Mythicals in den Eggs. Ich kann es noch nicht wissen, weil die Bilder nicht laden. Wo ist das Egg? Okay, Leute, ich zeige euch jetzt, wo ihr dieses Egg finden könnt. Passt auf, es ist genau hier. Genau hier, neben den Glitch-Eggs. Ihr müsst euch natürlich die letzte Region freigekauft haben, damit ihr die Glitch-Eggs habt. Und dann müsst ihr euch hier an die Wand stellen. Und dann ploppt einfach so ein Dialog auf. Bist du bereit? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen, wie viele Milliarden Tech-Coins und 500.000 Diamonds ihr ausgeben müsst, damit ihr diese Region hier freischaltet. Und dann könnt ihr euch auch ein paar von diesen Eggs gönnen. Roblox ist gerade down. Ich habe es mitbekommen. Fuchs schreibt, die Frage ist nicht, wo ist das Egg, sondern wer ist das Egg? Nee, ich glaube, das ist nicht die Frage. Hä, bist du dumm, Fuchs? Ah, die Leute haben gerade Probleme, weil Roblox down ist, aber bei mir funktioniert's. Alles gut. Ich benutze dein Donation-Board sehr oft in meinen Games. Vielen Dank für dieses Board. Jo, gar kein Problem. Aber ich find's gut, ich habe jetzt schon wieder ein Hexolotl gezogen. Ich find's auch immer gut, wenn ich von diesen Epic Pets hier ein paar Goldene ziehe. Die Rares werden ja sofort gelöscht. Kannst du mal ein Horrorspiel spielen? Horrorspiele... Ja, welches Spiel denn? Müsstest dann einen konkreten Vorschlag machen. Ich wollte in meinen Privatserver rein und Roblox so, tschüss. So, für alle, die das hier gerade vielleicht auf, in einem YouTube-Video in der Aufnahme sehen, das Ganze hier... Oh, in Rainbow, perfekt. Doch, da interessiert mich, wie gut ist die Epic Cat in Rainbow? Exigator? Wo ist die Epic... Ah nein, sie wurde gelöscht, weil sie rare war. Okay, sie ist gelöscht. Oh, ein Rainbow Hexolotl Legendary. Das ist gut, das ist gut. Okay, der muss hier sein. 456 Milliarden Stärke hat das Legendary aus dem neuesten Egg in Rainbow. Sehr gut, das gefällt mir. Und noch ein Rainbow Hexigator. Da möchte ich natürlich auch gucken, wie viel Stärke der hat. Und der müsste theoretisch hier sein. Hallo, ein Hexigator ist, soweit ich weiß... Ach hier, doch, Rainbow. 200 Millionen. Alles klar. Ich habe schon mehrere davon gezogen und nicht mitbekommen. So unaufmerksam bin ich. Roblox ist down, Roblox ist down, ja alles... Oh nein, nein, mein Server schließt, mein Server... Preston, du kannst meinen Server jetzt nicht schließen. Roblox ist gerade down, ich komme nie wieder rein, wenn du das machst. Ach nein. Nein. Oh, okay, ich verlasse den Server. Ich muss versuchen, nochmal reinzukommen. Service unavailable. 503, service unavailable. No servers available to handle this request. Ah, okay. Warum mussten die Server offline genommen werden? Please, please, lass mich rein. Steuerung F5. Und auch das funktioniert nicht. Roblox ist down. Okay, jetzt hat's mich auch erwischt. Jetzt hat's mich auch erwischt. Roblox ist down. Ah, da muss ich sagen Karma. Warum denn Karma? Ich hatte doch einfach nur... Ich war doch einfach nur glücklich, dass es funktioniert hat. Ohne, dass es down ist. Kann ich hier übrigens einen Dark Mode irgendwie reinwerfen, please? Ah, sehr gut. Viel besser. Dark Mode aktiviert. Jetzt werden die Augen nicht mehr so geraped. So, und bei euch so? Es geht wieder. Okay, ich aktualisiere mal. Es lädt. Es geht. Ich bin wieder auf der Seite drauf. Ich bin wieder auf der Seite drauf. Okay, okay, okay. Ich gehe einfach mal auf mein eigener. Ist ja mein... Hier steht sogar noch, dass ich drin bin. Ich bin auch auf Tickets dabei. Okay, ich versuche mal, mir selbst beizutreten. Gucken wir mal, ob das klappt. Roblox Conny tritt jetzt Roblox Conny bei. Ich glaube nicht, dass Roblox down ist, weil Preston jetzt ein Update rausgehauen hat. Roblox hatte gestern ja gegen dieselbe Zeit Probleme. Die versuchen wahrscheinlich, irgendwelche komischen Features zu implementieren und machen dabei irgendwelche Fehler. Okay, ich komme auf die Privatserver von Crafter nicht rauf. Dein Zugriffsrecht auf dieses Erlebnis konnte nicht bestätigt werden. Ach, ich habe kein Recht, diesen Server beizutreten. Verstehe. Okay, ich mache jetzt nochmal Steuerung F5. Hoffe, dass es diesmal klappt. Oh, Steuerung F5 kam gar nicht an. Hallo? Ah, jetzt. Okay, es lädt, es lädt, es lädt. Please, lass mich rein. Ja, das sieht besser aus. Jetzt aber bitte, 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 bitte. Wir gehen auf mein eigener. Wir versuchen es nochmal. Und, komme ich rein? Oh, es sieht so aus, als ob ich reinkomme. Ich schaff's rein. Jetzt kommt so. Alle Pets, die ich gezogen habe, sind weg. Aber das Geld auch.
Du hast uns alle ausgelacht, jetzt hast du die Quittung dafür. Was heißt ausgelacht? Ich sagte, ja, ich verstehe, dass Roblox down ist. Aber bei mir ist nicht down, also muss ich genießen. Okay, ich bin drin. Ich habe noch 300, aber hier... Gut, der Hexolotl ist da. Die Bilder sind jetzt auch da. Und man kann tatsächlich... Oh mein Gott, man kann die Glitched Huge Cat aus dem normalen Eck hier ziehen. Was? Dann ist die Chance aber wahrscheinlich unmöglich, dass man die zieht. Okay, ich werde jetzt einfach weiter Ecks öffnen und so tun, als ob nichts gewesen ist. Oh, jetzt stehen hier unten sogar so Bilder von den Dingern. Das meint er wahrscheinlich mit Improved Egg Opening oder so. Oh, okay, schlechtes Timing. Bin drin. Ja, Roblox klappt wieder. Perfekt, Roblox geht wieder. Dann kann ich den Streamtitel wieder ändern. Ist nicht mehr down. So, Streamtitel geändert. Roblox ist nicht mehr down. Leute, geht alle in Roblox rein. Jetzt müsst ihr das Update endlich spielen. Ihr habt so lange gewartet. Kann ich mitspielen? Wenn du so oft hintereinander fragst, wirst du erstmal gemutet. Aber um mit mir mitzuspielen, muss ich auf einen öffentlichen Server gehen. Das mache ich jetzt, wo Roblox noch so kritisch ist, erst recht nicht. Aber wenn ich fertig bin mit X öffnen, und das seht ihr hier rechts, wenn meine Tech-Coins alle sind, dann bin ich fertig mit X öffnen. Dann können wir mal gucken, was ich noch so mit euch machen kann in Roblox. Lösch doch nicht die Rare-Pads, die kannst du gebrauchen für die Collection. Ja, aber die Rare-Pads kann ich auch später einfach so... Hier, ich kann jetzt einmal kurz die Auto-Delete ausmachen. 3X öffnen. Hab ein Rare-Pad gezogen. Kann jetzt nochmal öffnen. Hab kein Rare-Pad gezogen. So. Jetzt zieh ich nur noch Epic-Pads. Hallo, please? Hallo, please? Hab die Hacker-Cat. Cool. Ich will jetzt mal ein Rare... Und noch ein Rare-Pad gezogen. Ich ziehe Rare-Pads wirklich seltener als Epic-Pads. Ist nicht zu fassen. Okay. Dann mache ich jetzt aber wieder hier Auto-Delete an, weil ich will die wirklich nicht haben. Geht wieder. Jo, habe ich schon mitbekommen. Oh, sehr schön. Rainbow-Pads sind immer schön. Gibt es eigentlich einen neuen Game Pass? Nee, kein neuer Game Pass. Okay, schade. Aber jetzt kann man auch mal sehen, was hier drin ist. Und was ist das denn hier? Da müssen wir mal kurz nachgucken, was das für Pads sind. Oh, Victor steht hier davor. Nee, das ist Boss. Roblox Felix steht hier einfach. Ist der im Handy oder wie? Ach, keine Ahnung. Ich gucke ja mal in die Pet Collection runter. So, hier gibt es die Keyboard Cat, Nature Dragon, Ripped Empyrean Dragon und Huge Hacked Cat. Das ist ein Exclusive Pet, das man aus einem normalen Eck ziehen kann. Das muss ja dann irgendwann weggehen. Glitched Immortus. 404 Demon. Ja, den 404 Demon, den hätte ich gerne in alles. Also ich hätte gern all die hier. Aber davon werden wir bestimmt irgendwann auch genug haben. Ihr kennt uns ja, ein neues Pet Simulator X Update kommt raus und wir werden erst mal tagelang AFK über Nacht durchfahren, bis wir alle Pets haben. So, dann ziehen wir weitere Eggs und gucken mal, was dabei noch rumkommt. Hab ein Mythical gezogen, GG, ich habe immer noch keins gezogen. Ich find's schade, dass Mythicals so ultra selten gemacht werden von Preston, dass man sie mit dem Mythical Hunter Game Pass jetzt auch nicht mehr kriegen kann. Also natürlich, man kann sie kriegen, dafür ist der Mythical Hunter Game Pass da, aber früher war es so, bevor es den Game Pass gab, dass Mythicals so selten waren, dass man die extrem selten ohne Game Pass bekommen konnte. Dann kam der Game Pass raus, man konnte die Mythicals endlich ziehen. Aber Leute, die gar keinen Game Pass haben, bei denen gehen die Chancen jetzt gegen null. Und das ist ja jetzt hier genauso. Bei dieses Mythical hier zu ziehen, das ich jetzt gezogen habe, den 404 Demon, jemand, der den Mythical Hunter Game Pass nicht hat, wird ihn niemals ziehen können. Und das war das letzte Egg, das ich geöffnet habe und daraus ziehe ich einfach das Mythical. Krass. Obwohl, ich kann jetzt noch so ein einzelnes... Nee, kann ich auch nicht. Okay, als ob ich aus dem letzten Eck einfach den 404 Demon ziehe. Okay, der hat in einer normalen Version 261 Milliarden. Also ist er nochmal ein gutes Stückchen schwächer als der Center Pause in Dark Matter. Aber das ist ja vollkommen egal, weil der Center Pause in normal... Ah, habe ich keine mehr, die habe ich ja eben alle gemacht. Aber in Gold hat 54 Milliarden. Und der hier hatte normal einfach 261 Milliarden. Die sind richtig krass overpowered, diese Pets. Ja, okay, ich habe auch die hier geskippt. Ich kann ja mal hiervon ein paar öffnen, so. Please, öffnen wir hiervon welche? Oh, wow. Die werden alle auto-deleted. Und jetzt war's das. Wird auch auto-deleted. Aber sieht hübsch aus. Die sehen voll hübsch aus, die Glitch-Dogs und Cats. Das sah auf den Screenshots, die ich gesehen habe, gar nicht so cool aus. Aber in Ingames gefällt es mir auf jeden Fall. So, jetzt habe ich auf jeden Fall den 404 Dragon. Wo haben wir ihn? Hier, der 404 Demon. 15 existieren. Okay, zu dem Zeitpunkt werden wahrscheinlich jetzt schon mehr existieren. Aber ich kann sagen, oh mein Gott, ich habe den 15. gezogen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt. Warum flackert das hier so sehr? Ach so, weil die Bilder... Ach, das ist noch die Ladeanimation. Weil die Bilder nicht geladen haben, okay. Verstehe. Gut, ich TP mich mal runter zum... Warum steht hier Christmas Event?
Ich dachte schon, dass man sich... Ich bin jetzt offiziell im Christmas-Event, stand da eben. Ich dachte eben, ich kann mich noch zum Christmas-Event teleportieren. Okay, aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gibt jetzt The Void. Und das ist so eine Zwischenwelt, in der man dann schneller zwischen den Welten wechseln kann. Hier komme ich zur Spawn World zurück, zur Fantasy World, zur Tech World. Und hier kommt wahrscheinlich dann irgendwann eine neue Kiste raus. Weil wofür ist dieser Ort denn sonst gedacht, wenn nicht für eine Kiste? Da bin ich auch gespannt, was hier dann rumkommen wird. Komme ich hier überhaupt zurück? Please, please, lass mich wieder hoch. Ich möchte nicht im Void sterben. Obwohl, kann man hier runterfallen? Oh ja, man kann hier runterfallen. Kann ich da hinten hin? Please, please. Endlich mal eine Welt, in der man runterfallen kann. Aber Preston weiß doch, dass wenn man aus der Welt rausfällt, dass man... Ach, ist ja auch egal. Ich teleportiere mich jetzt zum Hackerportal. Und für alle, die das noch nicht gesehen haben, das ist jetzt das Portal am Ende der Tech World. Ich dachte erst, dass man hier durch an das letzte Ecke rankommt, aber nein. Hier können wir bisher noch gar nichts machen. Wenn ihr wissen wollt, wie wir hier rankommen, man kann sich hier an diesen Ring stellen. Der dreht sich ja. Mal gucken, wie lange er sich noch drehen wird. Hier ein bisschen hochgehen mit dem Hoverboard und dann einmal außen rum und dann ist man hier im Portal drin. Aber es passiert halt noch nichts. Hier funktioniert nichts. Das ist dann die neue Region. Ich rüste jetzt mal meine stärksten Pets aus, weil ich habe ja jetzt schon wieder ein gutes Pet, ein Hexolotl in Rainbow. Aber der 404-Demon, für den hat es noch nicht gereicht. So, hallo, kannst du da bitte mal rangehen, für mich farmen? Dankeschön. Wie schnell farme ich eigentlich? Was kriege ich pro Tick? 52 Millionen. Also farmen muss man immer noch eine Weile. Okay, dann fahre ich jetzt wieder zurück. Wir haben mein komplettes Geld aufgebraucht. Ich habe nur noch 648.000. Da hinten farmt Boss. Der Boss, der Bosse. Und es gibt hier so, wenn man weiter weg ist, dann verschwimmt das jetzt auch so ein bisschen in der Ferne. Fofo Axolotl, keine Ahnung. Wo ist das Hacker-Egg? Okay, ich zeig's noch ein letztes Mal. Das Hacker-Egg findet ihr, indem ihr hier einfach zum Tech-Shop geht. Wenn ihr die letzte Region in der Tech-World freigekauft habt, dann könnt ihr euch hier links neben das Glitched-Egg stellen. Und hier ist eine Wand und da, die könnt ihr dann freikaufen. Die habe ich mit meinem Adlerauge erspäht. Wie findest du das Robux-Egg? Mal Real Talk von mir. Ich find's dreckig, dass Preston Gambling für Robux anbietet. Das finde ich vollkommen nicht in Ordnung. Aber ich verstehe, dass Preston das macht, weil Preston kann damit natürlich viel, viel mehr Geld machen, weil die Leute, die sich solche Eggs kaufen, die kaufen sich die Eggs nicht, um die Keyboard Cat zu bekommen. Die kaufen die Eggs, um das Ding hier zu bekommen. Und dann denken sie sich, Mist, jetzt habe ich es nicht bekommen. Ha, kaufe ich mir noch eins. Immer und immer wieder. Jetzt sehe ich 800 und 2400. 2400 ist für drei. Ach, man kann gleich drei Eggs auf einmal kaufen für 2400. Verstehe. Alles klar. Vor allem auch so teuer. Ja, ziemlich teuer. Aber naja, wenn Preston denkt, das ist das Richtige für ihn zu tun. Ich kann ihn da nicht reinsprechen. So, wir teleportieren uns wieder zur Spawnwelt. Es gab noch irgendeine Sache. Könnt ihr euch noch erinnern, was am Anfang noch geteased wurde? Irgendwas kam noch mit den Changelogs. Ich muss einmal kurz noch in die Changelogs schauen. So, die Changelogs, die haben wir hier. Okay, ich weiß nicht mehr, was ich meinte. Dann habe ich es wohl vergessen. Preston, I like money, so ist es. Aber nicht nur Preston mag Geld, sondern ich mag auch Geld und ich brauche Geld. Deswegen liked mein Video, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, schaut euch die anderen Videos an. Dadurch verdiene ich Geld. Ihr werdet glücklich, ich bin glücklich. Win-win. Das war's mit dem Video. Wenn es euch... Bis dann und ciao!